Am 28. Juni 1991 erschien Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden in Japan für den Game Boy. Dies markierte den Beginn einer beliebten Spielereihe, die außerhalb Japans als Secret of Mana bekannt werden sollte. Ursprünglich nur als eine Art Nebengeschichte bzw. Spin-off zur beliebten Final Fantasy Reihe vermarktet, wurde die Legende vom Heiligen Schwert zu einem Klassiker. Dank zahlreicher Nachfolger, Remakes und Portierungen erfreut sich die Secret of Mana Reihe auch heute noch großer Beliebtheit. Doch wie kam es dazu, dass ausgehend von einem rundenbasierten Rollenspiel ein echtzeitbasiertes Action-Adventure entstand? Um dieser Frage nachzugehen, begeben wir uns zurück in das Jahr 1986. Im September 1986 gründete Miyamoto Masafumi die Kabushiki Gaisha Square bzw. Aktiengesellschaft Square. Damit machte er sich von der Elektronikfirma Denyusha seines Vaters unabhängig, wo er zuvor in der Softwareabteilung Videospiele entwickelt hatte. Er war der Meinung, dass es effektiver wäre, wenn ein ganzes Team von Spezialisten zusammenkäme, um gemeinsam ein einzelnes Spiel zu entwickeln. Denn bis dahin war es gang und gäbe, dass eine Einzelperson ein Spiel entwarf, vom Game Design über dem Programmieren bis hin zu Grafik und Sound. Deshalb versammelte er in den folgenden Jahren zahlreiche talentierte Mitarbeiter um sich, zu denen unter anderem Sakaguchi Hironobu und Tanaka Hiromichi gehörten, die später für viele der ikonischen Titel von Square verantwortlich waren. Doch damals entwarfen die Entwickler um Miyamoto Masafumi noch hauptsächlich Computerspiele. Zu ihren eigenen Kreationen gehörten beispielsweise The Death Trap, dessen Nachfolger Will, Death Trap 2 und Alpha, allesamt Text-Adventures, die mithilfe eines Textparsers die Eingaben des Spielers einlasen und Bilder von Spielszenen oder Charakteren zeigten. Diese Spiele erschienen für diverse Heimcomputer wie dem NEC PC 8801 oder dem FM7. Sie taten sich auch als Publisher hervor und veröffentlichten einige Portierungen, beispielsweise Dragon Slayer von Nihon Falcom, welches Square für MSX-Computer rausbrachte. Oder aber ein Spiel unter dem komplizierten Namen Tegza von Game Arts, welches Square am 19. Dezember 1985 als deren erstes Spiel für Nintendos Famicom veröffentlichte, dem japanischen NES. Dieser One-Gun-Shooter kann als Vorgänger zu dem später erschienenen Contra angesehen werden. Alles in allem waren die bisherigen Versuche Squares ambitioniert, jedoch finanziell nicht allzu erfolgreich. Eine Veränderung musste her, um einen kommerziellen Erfolg zu kreieren. Eine Chance bot sich der neu gegründeten Firma dank aktueller Entwicklungen am Heimkonsolenmarkt. Am 21. Februar 1986 wurde von Nintendo das Family Computer Disk System veröffentlicht, eine Erweiterung zum äußerst erfolgreichen Famicom, bestehend aus einem Laufwerk für 3 Zoll Disketten und einem RAM-Adapter, der in den Modulschacht eingeführt wurde. Der erweiterte den Speicher des Famicoms und bot zusätzliche Hardware für den Sound, sodass technisch anspruchsvollere Spiele entwickelt werden konnten, die aber dank der geringeren Produktionskosten der Disketten trotzdem billiger als auf Modulen basierte Spiele waren. Das hatte günstigere Preise für den Endkunden zur Folge, die nicht mehr 5.000 bis 7.000 Yen für ein Spiel auf einem Modul berappen mussten, sondern mit ungefähr 2.500 bis 3.500 Yen auskamen. Darüber hinaus waren die Disketten wieder beschreibbar, wodurch zum einen das Speichern von Spielständen auf Heimkonsolen erstmals möglich war. Zum anderen konnten die Spieler eine leere Diskette für 2000 Yen erwerben und an einem der Diskwriter-Kiosks für lediglich 500 Yen eines von mehreren neuen Spielen auf diese kopieren. Der vergrößerte Speicher und die Wiederbeschreibbarkeit halfen zudem, wesentlich komplexere und längere Spiele zu entwickeln, die nur schwer in einer Sitzung durchzuspielen wären. Ferner stellte Nintendo in Aussicht, dass alle neuen Spiele zukünftig exklusiv auf Diskette erscheinen sollten. Damit schien das Famicom Disk System die Zukunft für den Heimkonsolenmarkt zu sein. Dies erkannte auch Miyamoto Masafumi und entschied sich, ein Team seiner Firma Spiele speziell für das Disk System entwickeln zu lassen. Weiterhin schloss er sich mit 6 anderen jungen Computerspielfirmen aus den 80ern unter der Führung Squares zu einem losen Verbund zusammen und gründete offiziell am 14. Juli 1986 DORG, ein Akronym für Disk Original Group.
Diese insgesamt 7 Firmen produzierten fortan selbstständig Spiele für das Disk System und veröffentlichten sie unter dem Namen Square oder Dog. Allerdings konnte sich die anfangs durchaus erfolgreiche Hardware-Erweiterung nicht langfristig durchsetzen. Zu groß waren die Nachteile. Zum einen hatten die Disketten keine Schutzblende, die sie vor Staub oder Verunreinigungen geschützt hätten. Dadurch waren diese wesentlich unzuverlässiger und unbeständiger als Module. Zum anderen war auch das Laufwerk selbst aufgrund einer billigen Herstellungsweise sehr anfällig. Der Gummiriemen im Inneren, der für das Drehen der Diskette verantwortlich war, neigte dazu zu zerreißen oder regelrecht zu zerfallen. Dadurch konnte die Diskette nicht mehr gelesen werden und der Gummiriemen musste relativ aufwendig ersetzt werden. Auch die Entwickler waren zunehmend unzufrieden. Nicht nur, weil Nintendo hohe Lizenzgebühren erhob, sondern auch, weil die Gewinnspanne aus den Verkäufen der Spiele schlichtweg zu niedrig war. Schließlich war noch die vermehrt um sich greifende Softwarepiraterie sowie die drastisch fallenden Preise von Halbleitern und Chips der endgültige Nagel im Sarg des Disk Systems. Infolgedessen und aufgrund des mangelnden Erfolges der von Dog produzierten Spiele wurde die Zusammenarbeit 1988 beendet. In diesen ungefähr 2 Jahren, in denen Dog existierte, wurden nur 11 Spiele veröffentlicht, die von Kritikern und Spielern weitestgehend mäßig bis schlecht aufgenommen wurden. Sämtliche dieser 7 Firmen hatten eigentlich ihren Hintergrund in der Entwicklung von Spielen für Heimcomputer. Für diese entwickelten sie Action-Adventures, Rollenspiele und teilweise sogar Text-Adventures, die nach westlichen Vorbildern entstanden sind, beispielsweise Ultima, Wizardry oder Zork. Verglichen mit den eher actionorientierten oder arcade-artigen Spielen, die zu damaliger Zeit auf dem Famicom vorherrschen, waren einige der Spiele von Dog womöglich zu ungewöhnlich. Computerspiele richten sich in Japan traditionell vorwiegend an ein erwachsenes, zumeist männliches Publikum, während sich das Famicom hauptsächlich an Kinder und Familien richtete. Dementsprechend dürfte es Entwicklern, die zuvor hauptsächlich an Erwachsene gerichtete Inhalte auf Computer produzierten, schwergefallen sein, massentaugliche Spiele für die Familie zu kreieren. Selbst das 1986 veröffentlichte Dragon Quest war nicht über Nacht ein Erfolg, obwohl es gegenüber Computerrollenspielen deutlich simplifiziert und anfängerfreundlicher gemacht wurde. Dafür mussten erst Artikel in einer Zeitschrift für Jugendliche geschrieben werden, um diesen das Konzept eines Rollenspiels näher zu bringen. Geschrieben wurden diese Artikel von niemand anderem als Horii Yuji selbst, der diese in der bekannten Zeitschrift Weekly Shonen Jump veröffentlichen ließ. Dennoch hat jede der 7 Firmen jeweils mindestens ein Spiel veröffentlicht. Da wäre zum Beispiel die Firma Clistersoft, die unter anderem für ihre klassischen Rollenspielreihen Mugen no Shinso und Crimson bekannt war. Diese waren stark von Ultima und Wizardry beeinflusst. So gibt es bei Mugen no Shinso eine Oberwelt, die aus der Vogelperspektive dargestellt wird, sowie Dungeons in der Ego-Perspektive zu erforschen, deren Wände und Gänge allein durch Striche dargestellt werden. Des Weiteren findet dieses Spiel ebenfalls in einer Fantasy-Welt statt und weist von Dungeons & Dragons inspirierte Statusbildschirme auf. Aber eine der ersten Veröffentlichungen von Clistersoft war ein Text-Adventure mit dem verheißungsvollen Titel Senalu Tsurugi, auf Deutsch Heiliges Schwert. Wenn man sich bei diesem Titel die Kana-Zeichen wegdenken und einfach nur die Kanji lesen würde, dann ergäbe sich bei unveränderter Bedeutung die Lesung Seiken. Diese erinnert doch schon an den Titel Seiken Densetsu, also der Legende vom Heiligen Schwert, wie Mystic Quest in Japan heißt. Hierbei dürfte es sich aber nur um einen kuriosen Zufall handeln. Die Disc Original Group hat zwar nur wenige Spiele veröffentlicht, aber weitere waren zumindest in der Planung. So auch ein gewisser Titel namens Seiken Densetsu, The Emergence of Excalibur, das ursprünglich nur unter dem Namen Excalibur lief. Dieses Spiel wurde von Square beworben als ein echtzeitbasiertes Action-RPG, in dem der Spieler eine Gruppe aus 4 Charakteren formt und auf einer Oberfläche sowie Dungeons gegen Gegner kämpft.
Die Dungeons sollten in einer dreidimensionalen seitlichen Perspektive dargestellt werden. Ishii Koichi, der Erfinder von Secret of Mana, erklärte in einem Interview mit 4Gamer, dass der ursprüngliche Gedanke war, ein Spiel wie Wizardry in Echtzeit zu entwickeln. Der Spieler steuert den Protagonisten, während die übrigen Teammitglieder von einer KI kontrolliert werden und sich aufgrund ihrer individuellen Persönlichkeit im Kampf anders verhalten sollten. Dabei ist die Gruppe nicht auf bestimmte Charaktere festgelegt, sondern der Spieler kann sich seine Gefährten im Laufe des Abenteuers aussuchen und muss dabei die Persönlichkeiten derselben im Auge behalten. So würden manche Charaktere nur ungerne Befehle befolgen, Angst vor Gegnern zeigen oder nicht so gut mit bestimmten anderen Charakteren kooperieren. Eine vereinfachte Version davon findet sich später in Mystic Quest für den Game Boy wieder, wo zumindest ein computergesteuerter Charakter von Zeit zu Zeit mitkämpft. Auch das actionbasierte Kampfsystem mit RPG-Elementen taucht wieder auf. Beworben wurde das Spiel in mehreren Informationsbroschüren, genannt Dog News, die jedoch zumeist nur als Scans in schlechter Qualität erhalten geblieben sind. Zum einen ist dieses Bild noch überliefert und von großem Interesse, da hier nicht nur die bereits erwähnte Handlung beschrieben wird, sondern auch das Erscheinungsdatum, nämlich Ende April 1987, sowie der Preis von 3.400 Yen. In einigen Bildschirmfotos kann man soeben eine vierköpfige Heldengruppe aus einer seitlichen Perspektive herauserkennen, ähnlich wie bei Final Fantasy. Verglichen damit hatte Dragon Quest eine Vogelperspektive in Städten und auf der Karte, aber eine Ego-Perspektive in Kämpfen. Zu sehen sind auch Bilder von einem Dungeon und möglicherweise einer Taverne. Allerdings lässt sich nicht sagen, ob die Bilder authentische Spielszenen zeigen oder ob das nicht nur zu Demonstrationszwecken erstellte Bilder sind. Hervorzuheben ist jedoch noch das aufwendige Charakter-Artwork, für das ein bekannter Manga-Zeichner zur Hilfe geholt wurde, nämlich Sato Haruhiko oder besser bekannt unter seinem Künstlernamen Mikimoto Haruhiko. Der damals noch keine 30 Jahre alte Zeichner Mikimoto war hauptsächlich als Charakterdesigner bekannt, der auf geschmackvolle Weise besonders reizvolle und schöne junge Frauen zeichnete. Doch er arbeitete auch als Illustrator, später als Mangaka und teilweise sogar mal als Animator an bekannten und beliebten Serien wie Astro Boy, New Record of Lodoss War, Marquos oder Gunbuster, wo er auch mit Hideaki Anno zusammenarbeitete. Zu seiner neuesten Arbeit zählt Cabanelli of the Iron Fortress von 2016, wofür er die Charakterdesigns entwarf. Bei Vergleich der Designs lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit nicht leugnen. Insbesondere die Frau auf dem Artwork gleicht weitestgehend der Charakterin Mume aus Cabanelli of the Iron Fortress. Die Handlung von Excalibur wurde wie folgt beschrieben. Der Dämon Vargas und seine Diener fielen über die friedliche Insel Bardos her. Um diesem Übel Einhalt zu gebieten, haben sich zahlreiche Ritter aufgemacht, gegen ihn zu kämpfen, aber alle scheiterten. Es heißt, dass nur das heilige Schwert Excalibur, welches tief in der Erde steckt, Vargas besiegeln kann. Doch dieses legendäre Schwert hat seinen eigenen Willen und lässt sich nur von jemandem führen, den es für würdig erachtet. Ein junger Mann in roter Rüstung, von allen Rittern lediglich belächelt, suchte sich eine Gruppe von Gefährten, mit denen er gegen zahlreiche Dämonen kämpfte und gewann. Daraufhin verlieh man ihm den Titel eines Ritters und das legendäre heilige Schwert Excalibur akzeptierte ihn. Die Geschichte erzählt weiterhin davon, wie er in den Kampf zieht, das Schicksal der Menschheit auf seinen Schultern tragend. Die scheinbar simpel gestrickte Geschichte sollte jedoch komplexer werden und epische Ausmaße annehmen, da sie mehrere Generationen umfasst und in insgesamt 5 separaten und inhaltlich aufeinander aufbauenden Spielen veröffentlicht werden sollte. Der erste Teil der Geschichte, der für April 1987 angekündigt wurde, war lediglich auf den Anfang der Geschichte bis zum Herausziehen Excaliburs ausgelegt, deshalb der Untertitel The Emergence of Excalibur. Damit war diese Spielereihe das womöglich ambitionierteste Projekt auf Nintendos erster Heimkonsole. So verwundert es nicht, dass dieses Projekt eingestampft wurde, bevor die tatsächliche Entwicklungsarbeit anfing. Lediglich der Markenname Seiken Densetsu wurde gesichert und für eventuelle Pläne in der Zukunft aufbewahrt. Kaoru Moriyama, eine ehemalige Pressesprecherin und Übersetzerin bei Squaresoft, der amerikanischen Niederlassung von Square, bestätigte dies in einem Artikel von Chris Collette auf Lost Levels. Seiken Densetsu für das Famicom Disk System habe nur als Entwurf auf Papier existiert, denn das Vorhaben einer 5 Spiele umfassenden Saga sei einfach zu groß gewesen und von vornherein nicht vom Management unterstützt worden. Somit habe die Entwicklungsarbeit nie stattgefunden, weshalb auch kein Prototyp existiere. Eventuelle Bilder vom Spiel wären lediglich erfunden gewesen und kein Beweis für ein bereits entwickeltes Spiel, gleich einem Was-wäre-wenn-Szenario.
Doch warum wurde das Spiel dann beworben? Es wurden sogar Vorbestellungen angenommen und das für ein Spiel, welches nur auf dem Papier existierte. Dieselbe Frage beschäftigte auch Chris Collett, worauf Moriyama antwortete: Wir waren eine sehr, sehr kleine Firma und kurzsichtig bezüglich vieler Dinge damals, sagt sie. Und Vorbestellungen wurden damals so gehandhabt in Japan. Das wurde später auch noch von einer weiteren offiziellen Quelle bestätigt. So wurde Sakaguchi Hironobu, der Erfinder von Final Fantasy, in einem Interview im September 2016 gefragt, was aus dem Spiel wurde. In einem Artikel der japanischen Seite Gamer steht dazu Folgendes: Es gab auch eine Frage bezüglich der Umstände, unter denen die Entwicklung von Seiken Densetsu, das für das Disk System geplant war, eingestellt wurde. Das unterschied sich inhaltlich völlig von dem Seiken Densetsu, welches später für den Game Boy erschien. Und weil das für großen Gesprächsstoff sorgte, antwortete Herr Sakaguchi: Die Pläne, das fürs Disk System zu entwickeln, waren einfach zu groß. Folglich sei die Entwicklung in eine Endlosschleife geraten und da es niemals vollendet worden wäre, wurde die Entwicklung eingestellt, verriet Sakaguchi über die damaligen Umstände. Anhand Sakaguchis Aussage ist nicht eindeutig auszumachen, ob die tatsächliche Entwicklungsarbeit jemals begonnen wurde, aber zumindest lässt sich mit Sicherheit sagen, dass das Spiel tatsächlich aufgrund der zu ambitionierten Pläne eingestellt wurde. Doch was passierte mit den Vorbestellern, die für 3.400 Yen in Vorkasse traten? Ende Oktober 1987, also ein halbes Jahr nach der geplanten Veröffentlichung, wurden Briefe an alle Vorbesteller verschickt mit folgendem Inhalt: Bitte an alle Vorbesteller von Seiken Densetsu, The Emergence of Excalibur. Hallo, hier ist Square. Vielen Dank dafür, dass Sie neulich Seiken Densetsu vorbestellt haben. Also, es geht um die Entwicklungsumstände von Seiken Densetsu, auf das Sie sich alle so sehr gefreut haben. Leider kamen wir nicht voran wie geplant und konnten nicht entscheiden, wann wir es auf den Markt bringen sollten. Deshalb ist es uns unangenehm, Ihre Anzahlung weiterhin aufzubewahren. Es tut uns aufrichtig leid. Aber wir haben auch eine gute Nachricht. In der Mitte dieses Dezembers wird ein Spiel veröffentlicht, das im Wesentlichen wie Seiken Densetsu ist. RPG und Vierergruppe. Voraussichtlicher Preis 5.900 Yen. Ausschließlich für die Vorbesteller von Seiken Densetsu verteilen wir das Spiel als besondere Aktion nur für den Anzahlungspreis von Seiken Densetsu. Wir entschuldigen uns zutiefst für die Umstände, die wir Ihnen bis jetzt bereitet haben. Falls es Ihnen recht ist, nein, bitte bestellen Sie bei dieser Gelegenheit unbedingt Final Fantasy vor. Ferner haben wir eine Rücksendepostkarte beigefügt. Entschuldigen Sie, aber bitte füllen Sie die Pflichtfelder aus und senden Sie die Karte zurück an Square. Also dann, alle Angestellten warten zusammen auf eine gute Antwort. Und so endeten vorerst die ambitionierten Pläne der noch jungen Firma. Doch die Mühen waren nicht umsonst. Der Name Seiken Densetsu und einige Ideen sollten sich eines Tages aus der Asche erheben, wie durch eine Phönixfeder revitalisiert. Währenddessen erhob sich am Horizont ein heller Lichtblick in der Form eines rundenbasierten RPGs mit dem Namen Final Fantasy. Nach dem lang ersehnten Erfolg von Final Fantasy folgten zwei Nachfolger im selben Stile. Wesentlich beteiligt an der Entwicklung von Final Fantasy war ein gerade mal 22-jähriger Teilzeitarbeiter bei Square namens Ishii Koichi, der 1986 ganz neu zu der Firma hinzugekommen war. Als Sakaguchi von Squares Team A in einem Meeting seine Idee für Final Fantasy vorschlug, fanden sich nur drei Personen, die gewillt waren, an seinem Projekt mitzuarbeiten, da er den Ruf hatte, ein strenger Boss zu sein. So warb er selbst Ishii und Kawazu Akitoshi an, die später jeweils die Secret of Mana und die Saga-Reihe entwickelten. Auf Ishii geht auch das seitliche Kampfsystem bei Final Fantasy zurück, das sich somit von Dragon Quest abhob. Sakaguchi berichtete, dass Ishii ständig mit einer Lederjacke herumgelaufen sei und ein raues Auftreten gehabt habe, er aber gleichzeitig Zeichnungen von süßen Charakteren wie Chocobos oder Moogles angefertigt hätte. Diese stellten einen starken Kontrast sowohl zu der sonst so heroischen Atmosphäre von Final Fantasy als auch zu dem Charakterdesign dar, welches von westlicher Kunst und Comics inspiriert war. Für das Charakterdesign war nämlich Amano Yoshitaka verantwortlich, ein Illustrator und Animator mit einer Vorliebe für Science Fiction und Fantasy. Währenddessen war Ishii für das Monsterdesign zuständig. Diese Uneinheitlichkeit im Design schien nicht ganz in seinem Interesse zu sein. So blickte er später in einem Interview auf diese Zeit zurück und sagte, dass er ein Werk mit einem vereinheitlichten Design erschaffen wollte, was ihn später dazu bewog, ein eigenes Spiel unabhängig von Final Fantasy zu entwickeln.
Ein weiterer Beitrag von Ishii zu Final Fantasy war das Setting mit den vier Kristallen, die er persönlich mit dem Mana-Baum in Verbindung sah, der später ein zentrales Element von Seiken Densetsu und allen Nachfolgern der Mana-Reihe sein sollte. In seinen eigenen Worten: Mein damaliges Ich hatte das Bild von einem sogenannten Mana-Baum im Zentrum der Welt, dessen Samen kristallisieren und sich als Kristalle in der Welt verteilen, im Kopf. Ich habe mir ein Gebiet wie einen Geisterwald vorgestellt, der nah an der astralen Welt ist und das in meinem Inneren so konstruiert, dass dieser bei Seiken Densetsu noch materieller und näher an der wahrnehmbaren Welt ist, aber mit FF koexistiert. Des Weiteren ist sein Einfall mit den Geistern und Elementen dadurch gekommen, dass er das Gefühl hatte, die Menschen würden der Natur nicht mehr dankbar sein und ihr keine Wertschätzung entgegenbringen. Deshalb erfand er den Ansatz mit den Elementargeistern, die ihrer Umgebung die Gaben der Natur selbstlos schenken und Leben ermöglichen. In Final Fantasy I existierten aber erst einmal nur die Elementarkristalle, in Seiken Densetsu sollten der Mana-Baum und der Mana-Wald hinzukommen, bis dann schließlich in Secret of Mana bzw. Seiken Densetsu 2 auch endlich die Elementargeister auftauchten. Sicherlich waren Ishiis Gedanken nicht von Anfang an derart konkret ausgearbeitet, aber unbewusst habe ihn diese Sichtweise dennoch im Schaffensprozess geleitet. Nachdem er also an insgesamt 3 Final Fantasy Teilen mitgearbeitet hatte, wollte er ein neues Spielerlebnis entwerfen und seine Vorstellung von einem Spiel mit einem einheitlichen visuellen Design verwirklichen. Er wollte ein Action-RPG machen, statt an einem weiteren Final Fantasy zu arbeiten. Außerdem war er von The Legend of Zelda inspiriert, das 1986 in Japan für das Famicom erschien. Ishii gefiel zwar das Spielprinzip sehr, doch er fand, dass das Spiel zu schwer sei und deshalb nicht von allem bis zum Ende genossen werden könne, was er als einzigen großen Makel von Zelda ansah. Darum hat er sich zum Ziel gesetzt, sein Spiel so zu entwickeln, dass selbst ungeübte Spieler oder Kinder die Handlung durchspielen können. Sakaguchi gab ihm die Möglichkeit, frei an einem Titel für den Game Boy zu arbeiten, während die restlichen Mitarbeiter von Square an Final Fantasy IV für das Famicom und Final Fantasy V für das Super Famicom arbeiteten, von denen jedoch nur letzteres veröffentlicht und schließlich in Final Fantasy IV umbenannt wurde. Mit einem Team von insgesamt 7 Personen, von denen die meisten absolute Neulinge bei Square waren, machte sich Ishii auf, sein Spiel für den Game Boy zu entwickeln. Er selbst war nicht nur Leiter des Projektes, sondern entwarf auch sämtliche Charaktere und Monster, wodurch diese einen einzigartigen und teilweise ziemlich niedlichen Stil hatten. Außerdem zeichnete er die Weltkarte per Hand auf Millimeterpapier. Diese und diverse Pixelgrafiken überarbeitete er ebenfalls per Hand. Dementsprechend war sein Arbeitsaufwand enorm hoch, doch seine Leidenschaft und jugendliche Energie trieben ihn immer weiter an. So hielt es ihn auch nicht von seinem Ziel ab, als Sakaguchi irgendwann zu ihm sagte, dass sich Action-RPGs nicht verkaufen. Doch Ishii wollte sein Spiel um jeden Preis fertigstellen und war sogar bereit, Square zu verlassen, falls sein Werk ein Fehlschlag sein sollte. Mit an seiner Seite war unter anderem Itō Kenji, ebenfalls neu bei Square. Seiken Densetsu war sein zweites Projekt nach Saga 2, Hihō Densetsu, hierzulande bekannt als Final Fantasy Legend 2, ebenfalls für den Game Boy. Damals arbeitete er noch zusammen mit Uematsu Nobuo, dem genialen Komponisten hinter den ikonischsten Soundtracks von Final Fantasy. Beide komponierten je eine Hälfte, doch bei Seiken Densetsu war Itō das erste Mal ganz allein für die Musik verantwortlich. Es gelang ihm trotz der Hardware-Beschränkungen, die tragische Atmosphäre der Handlung einzufangen und die emotionale Wirkung des Spiels mit 27 unterschiedlichen Liedern zu verstärken. Das Hauptthema ist ohne Zweifel Rising Sun, ein getragenes und sehr trauriges Stück. Rising Sun ist nämlich nicht nur die Titelmelodie, sondern wird auch an einer entscheidenden Stelle der Handlung gespielt, in der die Helden getrennt werden. Ursprünglich sollte Itō für diese Szene ein neues Lied schreiben, aber er wollte unbedingt Rising Sun verwenden, weil es seiner Meinung nach perfekt dazu passen würde. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, einfach zu faul zu sein, um ein neues Lied zu schreiben. Aber bei einem Testspiel kurz darauf waren die Testspielerinnen und Testspieler zutiefst gerührt und einige brachen sogar in Tränen aus. Von da an bestand kein Zweifel mehr an Itos Meinung. Wie an diesem Beispiel zu erkennen war, gestaltete sich die Entwicklung der Musik zu Seiken Densetsu als schwierig und langwierig. Abgesehen von der eben beschriebenen Szene war Ishii häufig unzufrieden mit den Entwürfen von Itō, weshalb er ihm unzählige Male befahl, diese zu bearbeiten.
Das war wahrlich eine große Herausforderung für den damals gerade einmal 23-jährigen Komponisten. Er erzählte einmal in einem Interview, dass er außer sich vor Freude war, als schließlich seine Arbeit ohne weitere Einwände akzeptiert wurde. Anschließend übernahm er die musikalische Leitung der Saga-Reihe, während Uematsu weiter für Final Fantasy zuständig war. Für die zukünftigen Seiken & Zetsu-Spiele hingegen war Kikuta Hiroki zuständig. Für die Handlung hat sich Ishii eine traurige und geradezu tragische Geschichte über Verlust, Trennung und Aufopferung ausgedacht. Auf diese Weise brach er mit einem damaligen Tabu, wie er es später einmal beschrieb. Zwar sei es auch schon bei Final Fantasy vorgekommen, dass Charaktere gestorben seien, aber es sei absolut nicht üblich gewesen, dass auch Verbündete das Zeitliche segneten und dem Spieler trotz aller Bemühungen kein Happy End, sondern ein Bad End, ein tragisches Ende erwartete. Es sei eine Geschichte über das Erwachsenwerden, Begegnungen und Abschiede. Eine Geschichte darüber, zu tun, was nötig ist und sein Schicksal zu akzeptieren, ganz gleich wie bitter es sein möge. Schon zu Beginn seiner Arbeit hatte Ishii diese Ideen und seine Vorstellungen vom Ende der Geschichte. Praktisch umgesetzt wurde das Szenario von Kitase Yoshinori, der später noch an den unzweifelbaren Meisterwerken Chrono Trigger sowie Final Fantasy VI und VII als Leiter und Szenarioschreiber arbeitete. Leider war es aufgrund der Speicherbegrenzungen von den Gameboy-Modulen nicht möglich, die Handlung und die Dialoge in aller Ausführlichkeit zu präsentieren, weshalb alles knapp formuliert oder Dialoge sogar komplett ausgelassen werden mussten. Auch einige Features mussten gestrichen werden, so zum Beispiel Beschwörungen. Wenn sich die Waffenleiste auffüllt, kann der Spielercharakter eine mächtige Attacke mit seiner Waffe ausführen, aber ein Äquivalent für Magie konnte leider nicht mehr umgesetzt werden. So hätte Ishii gerne ins Spiel integriert, dass man Salamander bzw. Vesuvio beschwören kann, wenn die Leiste voll ist und man einen Zauber wirkt. Dieser sollte dann alle Gegner auf dem Bildschirm treffen. Oder alternativ Ifrit, wenn man den Angriffsknopf gedrückt hält. Wie aber kam Seiken Densetsu nun zu seinem Namen? Ursprünglich sollte dieses Spiel Gemma Knights heißen, da im Original die Mana-Ritter nämlich Gemma-Ritter hießen. Aber dann wurde aus marketingtechnischen Gründen entschieden, den Namen Final Fantasy im Titel zu erwähnen und daraus eine Art Nebengeschichte zu machen. Deshalb also Final Fantasy Gaiden. Schließlich verwendete man noch den bereits 1987 gesicherten Namen Seiken Densetsu, wodurch dieser komplizierte und gekünstelte Spieletitel entstand, mit dem Ishii nicht ganz einverstanden gewesen war. Aber damals sei es normal gewesen, selbst verschiedene Spiele unter demselben Namen zu veröffentlichen, um so die Bekanntheit und die Verkaufszahlen zu erhöhen. Vom Programmierer Yoshieda Satoru stammt noch ein sehr interessantes Detail aus den Anfängen der Entwicklung. Seiken Densetsu sei nämlich aus einem Tennisspiel heraus entstanden. Zu Testzwecken habe er ein solches programmiert und einfach mal herumprobiert und Änderungen eingefügt. Aus dem Tennisschläger wurde der Spielercharakter, der Ball wurde zur Waffe und der Schläger vom Gegenspieler zum Gegner, den es zu treffen galt. Aus dem scrollbaren Spielfeld wurde nach und nach die Karte und so weiter. Abschließend kam noch das Szenario hinzu, für dessen konkrete Umsetzung, wie zuvor erwähnt, Kitase verantwortlich war, der auch prompt seine Liebe für Star Wars und anderes bekundete. Über eventuelle Ähnlichkeiten beim Plot kann man gut und gerne spekulieren. Schließlich wurde Seiken Densetsu am 28.06.1991 in Japan veröffentlicht zu einem Preis von 4.800 Yen und verkaufte sich ungefähr 450.000 Mal. Im November desselben Jahres erfolgte eine Veröffentlichung in den USA unter dem Titel Final Fantasy Adventure mit einer Übersetzung ins Englische von Kaoru Moriyama, die zuvor bereits erwähnt wurde. Die Europäer hingegen mussten vorerst in die Röhre schauen, da das Spiel dort erst 1993 unter dem Titel Mystic Quest veröffentlicht wurde. Die vielen Namensänderungen sind auch regelmäßig der Anlass für Verwirrungen, da Mystic Quest für den Game Boy nicht dasselbe ist wie Mystic Quest Legend für das SNES, welches jedoch in den USA als Mystic Quest und in Japan als Final Fantasy USA veröffentlicht wurde. Dennoch konnte sich Seiken Densetsu bzw. Final Fantasy Adventure bzw. Mystic Quest weltweit in etwa 700.000 Mal verkaufen. Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche Remakes und Ports, beispielsweise Shinryaku Seiken Densetsu, auch bekannt als Sword of Mana, das 2003 in Japan und den USA erschien und ein Jahr später auch in Europa. Das Spiel wies große Veränderungen gegenüber dem Original auf, konnte jedoch spielerisch und kommerziell nicht ganz mit dem Original mithalten.
Eine weitere Fassung erschien 2006 in Japan für Mobiltelefone, dieses Mal vom Gameplay her identisch mit der ursprünglichen Version, aber in Farbe und mit einem etwas anderen Design, das an spätere Teile der Secret of Mana-Reihe erinnert. 2016 erschien ein weiteres originalgetreues Remake, dieses Mal jedoch weltweit für PS Vita, iOS und Android. Das Spiel wurde inhaltlich 1:1 übernommen, allerdings mit 3D-Grafiken realisiert, komplett in Farbe und mit einem umwerfenden orchestralen Soundtrack. Schließlich erfolgte 2017 noch eine exakte Portierung des Gameboy-Spiels für die Nintendo Switch in der Second and Zetsu Collection, die bis zur Aufnahme dieses Videos jedoch nur in Japan erschienen ist. Vermutlich liegt dies daran, dass auch Second and Zetsu 3 in der Sammlung enthalten ist und dieser dritte Teil nie außerhalb Japans veröffentlicht wurde und dementsprechend auch keine offizielle Übersetzung vorliegt. Dennoch hoffen Fans weiterhin auf eine offizielle Übersetzung und Veröffentlichung außerhalb Japans. Dies verdeutlicht die Bedeutung dieser Spiele und wie sie auch nach mehr als 20 Jahren seit Veröffentlichung noch positiv in Erinnerung behalten werden. Die Legende vom Heiligen Schwert lebt weiter.